nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. No border, no nation. Stop deportation. Weil der Düsseldorfer Flughafen nicht nur bekannt ist als Urlaubsflughafen, sondern auch als bundesweites Drehkreuz für Sammelabschiebungen. Abschiebungen, die bei Charterflugzeugen laufen, in der 50 bis 150 Personen auf einmal abgeschoben werden. Heute geht hier ein Abschiebeflug nach Serbien. Im Flugzeug sollen Roma sitzen. Roma werden abgeschoben, statt dass ihnen ein Bleiberecht gewährt wird. Während der Nazi-Zeit wurden die Verfolgten ermordet. Heute werden sie abgeschoben und haben immer noch keine Anerkennung. Das kann so nicht weitergehen. Serbien ist kein sicheres Herkunftsland, so wie es der Koalitionsvertrag uns glauben lassen machen will. Es gibt mehrere Recherchereisen nach Serbien, die ganz klar belegen, dass Roma dort stigmatisiert, ausgegrenzt, am Stadtrand, in slumähnlichen Verhältnissen wohnen. Das sind menschenunwürdige Zustände. Dagegen protestieren wir heute hier. Kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall, kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall, kein Mensch ist illegal. Bleiberecht überall. Wir stehen hier auch vor Air Berlin, weil wir stinksam auf Air Berlin sind. Denn Air Berlin verhindert Geld mit Abschiebung. Das geht so nicht. Menschen können nicht zwangsweise auf ein Land oder irgendwo hingebracht werden. Niemand hat das Recht, einen Menschen irgendwo hinzubringen. Zwangsweise. Wir sind stinksauer auf Air Berlin und alle anderen Fluggesellschaften und auch auf dem Flughafen Düsseldorf, der dran Geld verdient an dem Elend der Menschen. Das ist ungerecht, das geht so nicht. Wir sind stinksauer und wütend. Alle Menschen bleiben. Der deutsche Staat pflegt einen makabren Umgang mit der eigenen Geschichte. Zwischen 1941 und 1945 wurden eine 500.000 Sinti und Roma in den Vernichtungslagern der Nazis ermordet. Nach 1945 weigerte sich die Bundesregierung anzuerkennen, dass sie aus rassistischen Gründen verfolgt wurden und verweigerte bis in die 2000er Jahre jegliche Entschädigung. Und heute, Angela Merkel weist in Berlin, das war letztes Jahr, unter Krokodilstränen im großen Tamtam ein Denkmal für die Ermordeten ein und lässt keine Woche später gleichzeitig Roma abschieben. Am 8. April war Welt-Roma-Tag. Am 8. April ist ein Abschiebeflug von Hannover nach Skopje gegangen. Am 15. April, eine Woche später, nach dem Welt-Roma-Tag, werden heute wieder Roma abgeschoben. Stopp alle Abschiebungen! No nation! Stop deportation! No border! No nation! Stop deportation! No border! No nation! Stop deportation! No border! Und Migrationspolitik, und es geht natürlich vor allen Dingen um die deutsche Rolle dabei. Diejenigen, die nicht an den Zäunen in Meija erschossen, im Mittelmeer absaufen oder an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei im Fluss ertrinken, diejenigen, die hier ankommen, werden hier unter unmenschlichen Bedingungen im Lager gesteckt und dann im Morgenraum abgeholt und abgeschoben. Auch wenn gesagt worden ist, das sei heute hier zunächst die letzte Begleitung einer Sammelabschiebung durch uns, soll sich niemand vormachen, der Protest würde aufhören. Wir werden uns andere Dinge ausdenken, um Sand in die Abschiebemaschine zu streuen. Wir halten das für unsere Pflicht. Dankeschön. Eine Frau, 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 eine Frau
Bleiberecht für alle und auf der Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Say it loud, say it clear. Refugees are welcome here. Während Sie heute hier ankommen oder Leute abholen, die Ihnen lieb sind, die ankommen werden, sind heute Morgen in aller Frühe wieder mehr als 50 Leute aus ihren Betten geholt worden und gewaltsam gegen ihren Willen in ein Flugzeug gesetzt worden. Dieses Flugzeug wird jetzt in den nächsten Minuten abheben von Burma nach Serbien bringen. In einem Land, in dem sie eigentlich gar nichts mehr zu suchen haben. Viele von ihnen sind schon hier geboren worden. Die Kinder, die Älteren sind seit 20 Jahren hier. Dort werden sie in Lager gesteckt, in Ghettos und sind rassistischer Gewalt ausgesetzt. Die deutschen Behörden stellen sich in die Tradition Nazi-Deutschlands und deportieren Menschen gegen ihren Willen. Und dagegen zu protestieren, sind wir heute hier. Sehr, ja, ich wünsche Ihnen, dass wir meinen guten Abend haben. Bleib doch recht, überall! Kein Mensch ist illegal! Bleib recht, überall! Kein Mensch ist illegal! Bleib recht, überall! Die Leute, die das Ganze unternehmen, die dort abziehen und dann berichten und dann das auf die Fresse kriegen.